schön, dass Sie da sind. Hallo. Dankeschön. Was die Liebe aushält, ist unser Thema heute. Dankeschön. Und wir begrüßen hier im Alten E-Werk in Baden-Baden diese Gäste. Dass Josephine und Klaus Timm einen Altersunterschied von 23 Jahren trennt, ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Dass sie aber Nichte und Onkel sind, das hat sowohl ihre Liebe als auch ihr Umfeld vor große Herausforderungen gestellt. Herzlich willkommen, Josephine und Klaus Timm im Nachtcafé. Eine leidenschaftliche Liebe verband Sid Atlas mit ihrem Mann, bis dieser krank wurde. Wie eine tödliche Nervenerkrankung den Mann veränderte, in den sie sich einst verliebt hatte und mit ihm auch ihre Liebe, das erzählt uns Sid Atlas. Herzlich willkommen. Als Harumi Michelle Wasseroth ihre Frau kennenlernte, hieß sie noch Harald und lebte ein Leben als Mann. Nach über 20 Ehejahren wollte sie sich nicht länger verstecken und stellte damit ihre Liebe auf eine Probe. Bei uns im Nachtcafé Harumi Michelle Wasseroth. Gerhard Bruns Radatz und der bekannte Literaturkritiker Fritz Radatz waren trotz aller Unterschiede in tiefer Liebe verbunden. Die endgültige Entscheidung für einen selbstbestimmten Tod traf Fritz Radatz dennoch alleine. Was das mit einem Partner macht, das erfahren wir von Gerhard Bruns Radatz. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Und der Paartherapeut Michael Mari weiß aus Erfahrung, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage, was die Liebe aushält. Doch er sagt, genau diese Unberechenbarkeit macht auch den Reiz der Liebe aus. Noch einmal herzlich willkommen an Sie und die gesamte Runde. Frau Timm, Sie sind verheiratet mit Ihrem Onkel, genauer gesagt mit dem Bruder Ihres Vaters. Wenn Sie so neue Menschen kennenlernen, wie schnell erzählen Sie da, dass Sie schon vor Ihrer Hochzeit verwandt waren? Also wir erzählen es meistens nicht im ersten Moment. Also wenn mich jemand fragt, wie habt ihr euch kennengelernt, sagen wir gleich, wir kennen uns, solange ich lebe. Dass einfach dieser Altersunterschied bewusst ist und auch diese Nähe, die wir haben. Also dass eine gewisse Vertrautheit da ist und auch über eine ganze Lebensspanne hinweg. Also das sagen Sie auch schon, dass wenn man Sie fragt, wie lange kennen Sie, dann sagen Sie auch schon. Ja, ich sage dann, das erste Mal habe ich Sie gesehen im Kinderwagen. Mhm. So. Und wenn Sie dann sagen, ja, das ist mein Mann und mein Onkel, sind dann schon manche Leute auch sprachlos erstmal? Ja, also wenn wir das sagen, dann weinen wir theoretisch jemand auch ein. Und das heißt, der kennt uns erst und erfährt das dann. Also ich nehme mir auch quasi dieses Vorurteil dann schon weg. Also wenn uns jemand kennt und zu unserem engeren Kreis gehört, dann mag er uns auch. Und dann ist das total irrelevant. Also es ist nicht so wie hier, da erfahren es die Leute jetzt bumm, sondern man lernt sie schon als Paar erstmal kennen und auch einschätzen. Ja. Sie sind 11 Jahre verheiratet? Über, schon im 12. Ah, schon im 12. Jahr. Und haben Drillinge, wie alt sind die? Die sind jetzt kürzlich im Juli 7 geworden. Ist das denn für Sie jetzt schon was ganz Normales, einfach auch in dieser Situation und in dieser Konstellation zu leben, anders als am Anfang? Vielleicht? Also für mich ist es nicht normal. Also es ist immer, jeden Tag ist was Besonderes. Ich genieße auch jeden Tag, wir genießen jeden Tag. Ich habe die Einstellung sowieso, genieße jeden Tag. Du weißt nie, was morgen ist. Und Drillinge zu haben, ist was Besonderes. Mit ihr zusammen zu sein, ist was Besonderes. Wir leben auf einem alten Bauernhof, das ist was Besonderes. Wir gehen zusammen arbeiten, das ist was Besonderes. Wir sind gemeinsam selbstständig, machen alles gemeinsam. Wir sind immer zusammen. Da ist einer, der das Leben schätzt und das ist was Besonderes. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Ja. Ihre Beziehung und auch Ihre Ehe sind ja vor dem Gesetz legal. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, das auch zu sagen. Trotzdem stoßen Sie auch auf Vorbehalte, auf Unsicherheiten. Menschen, die sich fragen, was habe ich denn davon zu halten, wenn Nichten und Onkel zusammen sind. Aber steigen wir erstmal ein mit dem Moment, als klar war, dass da Liebe oder Verliebtsein da ist. Wann haben Sie gewusst, dass bei Ihnen oder bei ihm mehr da ist? Erzählen Sie mal, Frau. Willst du anfangen? Also der Impuls kam von ihm, ganz klar. Also das war,
Wir hatten ja, und was viele ja nicht wissen, gar keinen täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Kontakt. Also ich bin quasi ohne ihn aufgewachsen. Also ich hatte Kontakt zu den zu Onkeln mütterlicherseits, aber nicht väterlicherseits. Also ich wusste, es gibt ihn, er ist mein Onkel und ich habe ihn auch mal gesehen, aber nicht, wie man enge Verwandte sieht. Und das ist halt, was viele auch nicht wissen und was wir gar nicht unbedingt immer erzählen, weil wir uns ja auch diese Offenheit wünschen, weil wir ja keinem damit wehtun, es ist legal. Und der erste Moment war einfach so, er hat sich mir geöffnet und so ein bisschen gebeichtet, dass ich allein entscheide, wie nah wir uns kommen. Und das war ja unausgesprochen einfach wie so ein, ich bin in dich verliebt. Ne? Wie alt waren Sie da? Da war ich 19, gerade frische Studentin. Und dann kommt da Ihr Onkel und sagt was nochmal genau? Also er hat gesagt, ich allein entscheide, wie nah wir uns kommen. Er hat einfach immer eine Grenze, die er nie überschreiten würde. Aber ich könnte diese Grenze aufheben. So hat er es gesagt. Und dann war mir klar, okay, wir könnten uns auch näher kommen, als das diese Moralverwandtschaft erlaubt, sage ich mal. Und dann? Ja. Also haben Sie erst mal gedacht, holla? Also waren Sie, ja, also war das erst mal so hoch? Was sagt er denn da? Ja, also es hat einfach auf mich gewirkt. Ich habe darüber geschlafen und es hat einfach meine Sichtweise verändert. Also ich habe ihn einfach zum ersten Mal nicht mehr als Onkel gesehen, als meinen Verwandten, als nie im Leben würde ich mit dem eine Beziehung eingehen, sondern als einfach als Person, die er war. Und also er hat Ihnen das irgendwie am Abend so gesagt und dann sind Sie tagsüber und dann sind Sie schlafen gegangen. Mit welchem Gefühl sind Sie denn dann aufgewacht? Ich habe mich noch nie so gut gefühlt am nächsten Morgen. Also wir waren nicht gleich zusammen am nächsten Tag, aber irgendwie hat es eine Tür in mir aufgemacht, die vorher verschlossen war und ich habe mich sofort zu ihm hingezogen gefühlt und wir haben uns einfach vorher schon verstanden. Also wir hatten einfach immer eine Wellenlänge, aber da denkt man nicht dran, also ich nicht. Und als er das gesagt hat und auch wie er es gesagt hat, das spricht einfach auch für ihn, für seine Art. Also er hat nicht gesagt, du, ich bin in dich verliebt, sondern ach, wie er das verpackt hat, das war schon irgendwie schön und ja. Aber jetzt sagen Sie mal, wie groß war die Überwindung, mit diesen Gefühlen rauszukommen? War schon für mich sehr, sehr schwer. Erstens, ich habe mir auch Gedanken gemacht, Nichte, das passt nicht, das geht nicht. Ich habe doch gar nicht, das wusste ich nicht mal. Ich wusste nicht, ob man das darf oder nicht darf, weil ich habe mich ja nicht mit beschäftigt. Das hat mich ja auch irgendwo überrannt. Und dann auch zu sehen, der Altersunterschied, 23 Jahre, das sind Welten. Ich meine, ich habe in der Zeit, wo sie gar nicht da war, eben auch gelebt und einiges durchlebt. Und sie hat halt in dem Sinne noch nicht viel erlebt. Da habe ich mir gedacht, das geht gar nicht, das passt einfach nicht. Haben Sie sich auch gefragt, ist das jetzt Inzest? Hat das was mit Pädophilie klar, zu tun? Klar, naja, mit Pädophilie, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Sie ist 19 und das ist undiskutabel für mich, da auf diese Schiene zu fahren oder gestellt zu werden. Aber diesen Inzestgedanke, den hatte ich auch. Deswegen war am Anfang dieses Wegblocken. Ja. Nur, ich habe genug Tiefpunkte auch in meinem Leben gehabt. Ich habe Nahtoderfahrungen. Ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Wir werden es ja hier noch mitkriegen, was überall für Schicksale da sind, wie schnell das passieren kann. Und ich weiß, das Leben geht einfach schnell und genießen und einfach auch offen und ehrlich zu sein. Also Sie wollten damit nicht hinterm Berg halten? Nein, auch nicht lügen. Also ich für mich lüge nicht. Es ist mir egal, was mein Gegenüber sagt oder denkt. Und ich lüge nicht. Ich sage das, was ich empfinde, was ich spüre, was ich sehe. Hatten Sie denn Angst vor Ablehnung? Also sie hätte ja auch, wer weiß, wie reagieren können. Ja, klar, eine Angst. Ich habe ja in meinem Leben auch eine Erfahrung, auch mit Ablehnung fertig zu werden oder sonst was. Angst vor Ablehnung, es war klar, es stand im Raum, Ablehnung, es hätte genauso gut sein können, dass er sagt, du, ich will dich nicht mehr wiedersehen. Mhm. Aber in dem Moment wäre es mir lieber gewesen, dass sie klar gesagt hätte, hat sich erledigt, ich sehe dich nie wieder, dann hätte ich gewusst, ist okay, es ist ihr Wunsch, ihr Wille, dann wäre das für mich in Ordnung gewesen. Wie ist das denn für Sie, wenn zu Ihnen jetzt eine gute Freundin kommt und sagt, Mensch, ich habe mich da in den Bruder meines Vaters verliebt? Wie würden Sie da reagieren? Ich finde Liebe schön und man kann mehr lieben in dieser Welt. Und so, ich denke, wenn zwei Erwachsene entscheiden, sich zu lieben, das ist erstmal wunderschön. Schön gesagt. Sie haben es ja schon angedeutet. Wie war denn Ihre Beziehung vorher? Sie haben sich nicht oft gesehen, haben Sie gesagt. Also es war nicht so die typische
Nichte-Onkel-Beziehung, wo man immer mal wieder sich auf Familienfeiern trifft und einen engen Kontakt hat? Also wir haben nicht mal ein Foto von uns beiden, wo ich Kind war oder mit meinem Vater zusammen und ihm daneben, weil es keine Treffen gab. Es gab keine Weihnachtstreffen, es gab auch keine Weihnachtspostkarte. Es gab einfach kaum Kontakt. Aber ich wusste, ihn gibt es und ich bin ja aus Berlin auch gebürtig und meine Eltern haben sich irgendwann getrennt und mein Vater ist in den Süden Deutschlands gezogen und da hat auch mein Mann gewohnt. Ne? Und ja, das hat sich einfach so ergeben, dass wir uns nicht oft gesehen haben und ich aber irgendwann meinen Vater im Süden besucht habe, da war ich auch schon ein Teenager und da haben wir uns mal wieder gesehen. So, und dann habe ich ihn mit 16 zum ersten Mal freiwillig besucht, als ich auch meinen Vater besucht habe. Also, weil ich einfach gerne da war und zu der Zeit war er beispielsweise in einer Beziehung. Und ja, dann habe ich mich entschieden fürs Studium auch in Süddeutschland, also nicht in Berlin. Und ja, es hat sich so ein bisschen gefügt alles. Also. Wie gut ist denn Ihr Kontakt zu Ihrem Vater, also zu Ihrem Bruder? Ja, mein Bruder wohnt gegenüber. Also ich habe den Bauernhof gekauft. Wir sind verbunden miteinander. Mhm. Die Familie ist jetzt nicht unbedingt miteinander verbunden, aber wir haben immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Er hat mir geholfen, ich helfe ihm und er ist auch dahin gezogen. Also wir leben praktisch zusammen. Praktisch, und wir haben einfach ein gutes Verhältnis. Wir haben einfach immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Und es war natürlich auch schwer, ihm das zu sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja immer noch, wenn Sie das wussten und Sie wachen mit einem guten Gefühl auf, das ist ja das eine. Ja. Aber wer hat das denn dann, also Ihrem Vater bzw. Ihrem Bruder gesagt zum Beispiel? Naja, ich habe es meinem Bruder gesagt. Und wie denn? Naja, es war gar nicht so einfach. Ich habe so ein bisschen angefangen zu sagen, ob er sich das vorstellen könnte, so mit einer jüngeren Frau zusammen zu sein. Und dann hat er natürlich, ja klar, kann er sich das gut vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn es deine Nichte wäre, wie würdest du, oh, das wäre mir egal. Dann habe ich gesagt, nein, siehst du, ich bin mit deiner Tochter zusammen. Oh. Und dann war er erstmal, persönlichen Gespräch oder am Telefon? Nein, persönlich, das mache ich immer persönlich. Und ist ihm da erstmal die Klappe runtergefahren? Ja, also er war schon sehr geschockt. Also er war schon, man hat schon die großen Augen gesehen, aber er nicht böse reagiert, sondern er hat erst mal geguckt, wie. Er hat natürlich mitgekriegt, dass wir uns auch getroffen haben, aber hat gesagt, er hat sich schon ein bisschen was denken können, dass wir uns näher kommen könnten. Mhm. Ja, und dann fing das Thema auch an Mutter. Dann hat sie erst gesagt, na, ich sag's meine Mutter. Und wie gesagt, ihre Mutter ging bei mir in eine Klasse. Die kenne ich auch sehr gut. Also der Kontakt war schon mal hergestellt, musste nicht vorgestellt werden. Ja, ich kenne ihren Opa, ich kenne die Familie. Ja, und wie lief das Wert, das der Mutter, haben Sie wahrscheinlich? Ja, das habe ich übernommen, aber ich habe mich da schwer getan. Also ich hatte irgendwie Angst auch vor einer ablehnenden Reaktion und ich habe erst mal gesagt, also ich bin mit einem Älteren zusammen und dann habe ich gesagt, wie alt, er war ja Anfang 40 und ich noch keine 20. Und dann habe ich gesagt, du, der heißt auch zufällig Klaus. Und dann habe ich gesagt, du, der heißt auch zufällig Tim. Und sie so, ach, das ist ja lustig. Ach, was ich Zufall. Und dann habe ich gesagt, du, das ist der. Ja. Und dann war sie erstmal sprachlos, aber zwei Jahre später war sie auf unserer Hochzeit und hat uns nur das Beste gewünscht. Also es gab, also auch wir hatten die engsten Verwandten dabei. Also es haben sich einfach alle gefreut, aber auch, weil sie ihn auch ein bisschen kannten. Also der ist halt auch da Brandenburg, Mecklenburg, die Ecke groß geworden. Gehörte nicht zu meiner Kernfamilie, aber wie gesagt, die Generation über mir, meine Mutter, mein Vater, die kennen sich halt. Und deswegen wissen sie auch, ich bin in guten Händen. Also. Wie wichtig war Ihnen das auch, dass die Familie und Ihre Eltern das auch mittragen? Gar nicht wichtig. Nee, ich war an dem Zeitpunkt eh in so einem Prozess, mich so ein bisschen zu emanzipieren. Ich bin ja auch bewusst von Berlin weggezogen und wirklich in eine komplett andere Ecke, also in den tiefsten Süden Deutschlands. Und das war einfach die Zeit für mich, für einen neuen Abschnitt einfach. Bevor wir zusammen waren, habe ich schon diese Entscheidung getroffen, ich ziehe einfach von zu Hause aus, ich ziehe weg und so richtig weit weg. Trotzdem noch innerhalb Deutschlands, also es spricht so ein bisschen für sich. Also mir hat es damals einfach gut getan. Nicht zu weit weg von mir. Es ist ein bisschen komisch, ja, es war halt schon die Nähe, aber wie gesagt, im Nachhinein ist das alles wie so ein bisschen so ein Rädchen, was sich fügt, wie so ein Puzzleteil. Ja. Also es hat sich gefügt. Sie haben dann mit 20, sind Sie auch zusammengezogen? Ja. Sie waren dann in einem Dorf zu Hause oder sind von 400 Einwohnern? Nein, nicht so hoch. 300. 300? Knapp, meistens unter 300. Also 400 wäre schon mal richtig gut. 300 Einwohner, das macht einen Unterschied, das stimmt. Ja. Man ist nicht anonym. Ja. Ja, wie war das denn dort? Sind Sie da dann gleich händchenhaltend durch oder was haben Sie? Also uns war das total egal, ob wir auf dem Dorf leben. Das wusste ja auch in dem Sinne erstmal am Anfang gar keiner, dass
Ja, ich kannte keiner, ich war ja zugezogen und er auch. Es ging halt dann, Getratsche ging dann los. Ich halte nichts davon, ich höre mir das auch nicht an, was die Leute tratschen im Ort. Das interessiert mich nicht. Mhm. Aber irgendjemand hat mir dann gesagt, ja, das hieß dann, ich bin mit meiner Praktikantin zusammen. Und dann hat auch irgendjemand erzählt, ich bin mit meiner eigenen Tochter zusammen und alles so. Ja, die Leute suchen halt immer irgendwas, ne? Auf welche Vorbehalte sind Sie dann auch direkt getroffen, auch als es dann klar war? Ich würde sagen, auf gar keinen. Es hat einfach keiner den, Entschuldigung, Arsch in der Hose, irgendeinem also direkt ins Gesicht zu sagen, getratscht, was los ist. Es wird getratscht, ja, aber mit direkt traut sich keiner. Und, nee, ich unterrichte Kampfkunst. Nein, und wir umgeben uns damit auch gar nicht. Also wir waren noch nie die Leute, die getratscht haben. Und ich sag mal, wer mit anderen Leuten tratscht, der ist irgendwann selber dran. Und also das ist gar nicht unsere Ebene, auch nicht im Dorf. Und es ist ja auch so, Sie lieben sich, Sie haben sich kennengelernt und sind sich näher gekommen. Da waren Sie beide erwachsen. Sie sind verheiratet, das ist legal. Also ganz klar ist, dass wir hier im Nachtcafé auch Ihre Liebe in keiner Weise in Frage stellen. Wenn wir trotzdem auch über so Vorbehalte reden, dann auch aus einem anderen Grund oder über Skepsis. Weil dieses Thema innerfamiliäre Liebesbeziehung, da geht es ja auch erst einmal um Familie. Und Familie ist ja auch ein Schutzraum. Mhm. Ein Schutzraum auch für Kinder und Jugendliche. Und es ist ja auch wichtig, dass dieser Schutzraum nicht bedroht wird, dass dieses Vertrauen, Sie haben sich ja auch distanziert von Pädophilie und von anderen Dingen. Sie haben gesagt, Sie hatten da ja auch ein ganz anderes, eher distanzierteres Verhältnis noch. Aber es darf ja nicht bedroht werden vom Vertrauensbruch oder dass das Vertrauen und Autorität missbraucht wird. Das ganze große Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch in Familien ist ja ein großes Thema. Würden Sie auch sagen, da muss die Gesellschaft auch weiter wachsam sein, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden, auch vor Übergriffen von Naja, die Gesellschaft, das ist auch immer ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Die Gesellschaft macht einerseits sehr viel, aber allein im Unterricht, ich unterrichte Kampfkunst, da komme ich mit so, wir haben eine psychologische Praxis, wir merken das und ich glaube, die Gesetzgebung ist da schon sehr schwammig, ne? Wir hören immer, ja, das wurde gemacht, aber soweit ich informiert bin, leben Väter, die ihre Kinder missbraucht haben, teilweise immer noch in der Familie. Mhm. Und ich finde, da sollte schon was gemacht werden, ne? Auch aus der Familie heraus, dass man die denen auch Hilfe anbietet oder einen Psychologen zur Seite stellt, dass die sich das auch trauen und auch da eine Trennung machen, eine klare. Aber da ich, soweit ich weiß, ist die Gesetzgebung da noch nicht so weit. Also ich habe noch einen Gedanken dazu, weil wir haben uns ja nichts auf die Fahne geschrieben. Wir wollen jetzt nicht, dass jeder seinen potenziellen oder seinen Verwandten als potenziellen Partner betrachtet. Das ist bei uns einfach, ich sag mal, glücklicher Zufall. Also ich hätte mich auch so in ihn verliebt, mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre der Freund meines Vaters gewesen. Er hätte uns auch ein paar Sachen erspart. Aber ich sag mal so, wir haben den Mut, trotz dieser Verwandtschaft es zu machen, obwohl es noch keinen gibt, der dazu steht und öffentlich, aber wir wollen nicht andere dazu anregen, so, oh, guckt euch den noch mal genau an. Nein, es hat uns jetzt halt zufällig trotz Verwandtschaft oder nicht gerade deswegen getroffen. Also, ich finde gut, dass Sie das so klarstellen. Ja. Also, ich finde es richtig gut. Ist es richtig, dass der Standesbeamte Sie erstmal gar nicht trauen wollte? Oder? Nee, also der war schon ein bisschen komisch. Also. Erzählen Sie mal, was heißt das? Naja, wir sind ja ohne Vorbehalt hingegangen. Wir haben auch gar nicht drüber nachgedacht, ob der das weiß oder nicht weiß. Bloß weil sie ist ja Tim und ich bin Tim. Und dann hat er das gesehen und dann hat er auch gesagt, nee, also da kann er nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir das halt eine Woche später oder einen Monat, spielt ja keine Rolle. Nee, da kann er dann auch nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir es halt im Herbst. Und dann hat er gesagt, nee, da will er das dann auch nicht machen. So, und dann haben wir gemerkt, er will das gar nicht. Ne? Das war das nicht trotzdem irgendwie verletzend? Naja, natürlich verletzt es einen, natürlich macht es Bauchweh. Wir sind nicht stumpf. Aber ich finde es wichtig, dass gerade Leute, die sich lieben, egal wer oder was, Menschen, die glücklich sind, die haben damit kein Problem. Menschen, die unglücklich sind, die suchen immer nach irgendwas und dann wird gestänkert und gebohrt und gepiesackt. Die eigene Unzulänglichkeit wird weitergegeben. Sollen sie doch mal alle vor ihre eigene Tür kehren. Haben alle genug zu tun. Mhm. Klar, Ablehnung ist auch da. Wie war das denn dann? Wie groß haben Sie Hochzeit gefeiert?
Ja, im Endeffekt, also hat sich zum Glück der Bürgermeister also auch ganz nett bereit erklärt, das zu machen. Für den war das gar kein Thema. Mhm. Und da stand also der Hochzeit auch nichts im Weg. Und dadurch, dass wir eben die Kampfkunstschule haben, hat mein Mann gesagt, er möchte alle seine Schüler einladen. Und die durften die Eltern mitbringen. Also waren es dann insgesamt 150. Und aus meinem Familienkreis, also wie gesagt, väterlicherseits ist da eh kein Kontakt groß, aber von meinen Verwandten mütterlicherseits war einfach mein Opa war da, Cousinen waren da, ein Onkel war da, genau, ein anderer. Das Schlimme ist ja immer dieses Versteckspiel, ne? dass Leute sich verstecken müssen. Ich sage auch immer, Menschen, da sind so viele Menschen da draußen, die sind sensibel, die haben Gefühle. Warum verstecken die sich? Sie verstecken sich, sie ziehen sich zurück. Grobe Menschen, große Klappe und sonst was, die gehen nach vorne und sagen, du bist doof, du darfst das nicht, das will ich nicht, das gefällt mir nicht. Und die Menschen, die sensibel sind, warum ziehen die sich zurück? Sollen sie mal nach vorne gehen? Sich zeigen, den Mut dazu haben, den Mut dazu aufbringen. Hut ab. Ja, wie sehr war das dann auch eine Befreiung für Sie, da diese Hochzeit zu feiern mit 150 Leuten, mit all den Leuten, denen Sie es ja erst so schrittweise dann auch... Ja. Es war einfach schön. Es war einfach, ja, wir haben gezeigt, wir sind hier, das ist unser Zuhause und hier bleiben wir auch. Genau. An dieser Stelle beziehen wir auch nochmal unseren Experten ein. Erstmal herzlich willkommen nochmal, Paartherapeut Michael Mari. Herr Mari, wir haben ja jetzt gerade auch über das Thema Verstecken gesprochen, Reaktion von außen. Was kann das mit einem Paar machen unter dem Thema, was die Liebe aushält, wenn sehr viel Gegenwind von außen erstmal kommt? Das kommt auf das Paar an. Mhm. Es gibt also Paare, die bringt das näher zusammen, die verbünden sich dadurch. Und es gibt Paare, die werden vielleicht schwer verunsichert oder trennen sich vielleicht sogar, weil sie sich mehr abhängig von der Zuwendung der anderen fühlen als vom Partner. Also mag das auch für die einen richtig sein, rauszugehen, aber für die anderen auch gar nicht? Naja, ich würde schon sagen, dass wir in einer Welt leben, in der immer mehr Vielfalt passiert und auch immer mehr Vielfalt akzeptiert wird und in der es vielleicht gar nicht nötig ist, sich so sehr zu verstecken, wie manche noch glauben. Ja. Wir reden ja heute über die Liebe. Und unter Liebe können wir ja ganz andere Dinge verstehen. Früher hat man wahrscheinlich auch unter Liebe was anderes verstanden als heute. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Thema. Was verstehen die Menschen denn heute unter Liebe, unter Partnerschaft? Was gehört da dazu? Ja, das Problematische ist schon die Verdinglichung des Begriffs. Die Liebe, die gibt es nicht. Liebe ist ein Phänomen und kein Ding. Mhm. Und als soziales Phänomen ist sie immer Wandlungen unterworfen. Und wenn man es geschichtlich betrachtet, gab es dann eigentlich hauptsächlich in den letzten 3.000, 4.000 Jahren die partnerschaftliche Liebe, also die den Zweck hatte, der Überlebensgemeinschaft, das gemeinsame Wirtschaften in Rollenverteilung. Die löst sich ja inzwischen auch auf. Dann kam so ab der Romantik die freundschaftliche Liebe hinzu. Das ist die Liebe, wo es um die Unterstützung der Individualität des Partners geht. Also man ist gut zum Partner und hilft ihm so zu werden, wie er sein will. Und die Liebe heute, das ist hauptsächlich, was man als emotional leidenschaftliche Liebe bezeichnen kann. Also diese Liebe ist nicht mehr auf materiellen Gründen, sondern auf Gefühlen aufgebaut. Und diese Liebe, die heute durchweg gesucht wird und mit der eigentlich fast jede Beziehung in unserem Breitengraden anfängt, diese Liebe passiert einem. Die kann man nicht kontrollieren. So wie die passiert einem, die erleidet man im positiven und im negativen Sinne. Leidenschaft. Leidenschaftliche Liebe und die kann man nicht kontrollieren. Eine partnerschaftliche Liebe kann man kontrollieren. Ich könnte mich jetzt hier umgucken, könnte sagen, Mensch, da hinten diese Frau, wohlhabend, gut situiert, wäre ein interessantes... Schon jemand gesehen? Schon jemand gesichtet? Ja. Man könnte sich rangieren, das wäre dann eine rangierte Beziehung. Und da kann auch eine partnerschaftliche Liebe entstehen. Aber die ist nur partnerschaftlich, die ist auf Leistungsausgleich und auf Respekt begründet. Ich könnte mich schon nicht mehr so gut umgehen und sagen, ach Mensch, diese Frau, mit der könnte ich freundschaftliche Liebe haben, weil da spielt mein Unbewusstes schon viel mehr mit. Man kann sich Freunde nicht aussuchen, man kann nicht hingehen und sagen, du wirst jetzt mein Freund. Ja? Mhm. Und die emotional leidenschaftliche Liebe, die kann man eigentlich willentlich überhaupt nicht mehr kontrollieren. Aber das spüren Sie doch. Wenn Sie sich jetzt hier wieder umschauen, dann merken Sie doch wieder, wo tut sich was. Könnte mir aber auch passieren, dass es bei jemandem prickelt, wo ich sagen würde, wäre mir jetzt gar nicht so angenehm. Vielleicht, ja. Also es würde mir vielleicht passieren. Mhm. Und wenn es denn passiert ist, dann hängt man drin.
Dann hängt man drin. Vielen Dank schon mal bis hierhin, Herr Mari. Ja, ich komme immer wieder zu Ihnen. Jetzt haben wir über die Liebe gesprochen. Ne? Sie haben Drillinge. Ja. Was hat das denn noch mal mit Ihrer Liebe gemacht? Oh, musste die da auch was aushalten? Ja. wo fange ich da an? Ja, also ich glaube, vor der Geburt hat es schon angefangen bei uns. Also ich war vorsorglich im Krankenhaus mit meinem großen Bauch für den Fall, dass irgendwas passiert, und habe einfach noch mehrere Wochen vor dem geplanten Kaiserschnitt ausgehalten, einfach im sicheren Klinikumfeld. Und das war so unsere erste Trennung. Wir haben uns dann nur zweimal die Woche gesehen, statt vorher jeden Tag. Und gut, dann waren die Kinder da gesund, Gott sei Dank. Und ich hatte morgens Kaiserschnitt nach 33 Wochen Drillingsschwangerschaft und abends Not-OP. Und wäre fast auf dem Tisch geblieben. Also das war wirklich haarscharf. Und der Körper hat ja eh schon viel durchgemacht. Und das war so ein, muss ich schon sagen, Geburtstrauma, aber eben eigentlich ein OP-Trauma war es. Also, wenn Sie jetzt noch mal das Ganze sehen, Sie haben ja auch gesagt, Sie waren schon ein paar Jahre auf der Welt, bevor sie geboren ist. Der Altersunterschied ist da. Sie haben natürlich in anderen Bereichen Lebenserfahrung. Wie geht das so mit den Jahren? Ist das also eine Bereicherung oder manchmal schwer? Das ergänzt sich einfach. Mhm. Es ist einfach auch mit den Kindern, es ist einfach ein Geschenk, das macht Spaß. Es war eine Herausforderung. Die meisten werden das wissen, die Kinder haben. Vorher ist man alles locker, da ist alles schön und gut. Und dann, wenn man Kinder hat, mit einmal ist die Welt doch anders. Und das, finde ich, war schon eine Herausforderung auch für die Partnerschaft. Ja, rein nervlich, Schlafmangel und. Aber so, wir ergänzen uns einfach. Wir teilen die gleichen Träume, wir haben die gleichen Interessen. Es ist einfach alles da. Es ist einfach. Da ist kein Altersunterschied. Also wir empfinden jetzt den Altersunterschied nicht. Ich sage immer, Reife hat mit Alter nichts zu tun. Ne? Ja. Sie haben ja auch erzählt, wie Sie es Ihrem Vater, Ihrer Mutter erzählt haben, Ihrem Bruder. Wir sehen jetzt ein Foto Ihrer Eltern, Josephine. Die sehen hinten links Ihr Vater, also Ihr ja. Bruder, Herr Tim, die Mutter. Ist es für die ganze Familie jetzt auch alles schon mit all den Jahren was ganz Selbstverständliches? Worüber man gar nicht mehr so nachdenkt. Wenn es selbstverständlich wäre, dann würden die beiden da hinten nicht lächeln. Die lächeln doch. Ja, aber das ist doch das Schöne. Das ist einfach, man sieht auch, dass sie sich freuen. Das ist also ich glaube, es bleibt ungewöhnlich und auch besonders. Und es ist ja auch nicht erstrebenswert, dass man unbedingt seinen Verwandten heiratet, aber dass man einfach die Liebe heiratet, die Liebe seines Lebens heiratet. Egal. Es ist auch jetzt, wir bekommen wirklich sehr aus der Verwandtschaft sehr viel positives Feedback. Mhm. Und gar keins. Vielen Dank, Frau und Herr Tim, dass Sie uns Ihre Liebe hier erzählt haben, die anhält, obwohl sie polarisiert. Frau Wasseroth, vor 35 Jahren haben Sie geheiratet. Damals war Ihr Name eben noch nicht Harumi Michelle, sondern Harald. Sie sind diesen ganzen Prozess der Geschlechtsangleichung auch durchlaufen, was natürlich eine Herausforderung für eine Ehe ist. Aber beginnen wir auch bei Ihnen erstmal ein bisschen früher. In Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, wann haben Sie gemerkt, dass es nicht so vergleichbar ist mit dem, wie Sie andere Jungs kennenlernen, dass Sie da andere zum Beispiel auch Kleider anziehen und so diese Dinge in sich gespürt haben? Zu Anfang eigentlich konnte ich es gar nicht richtig einordnen. Das ist, ich dachte, das ist irgendeine Marotte oder was, geht wieder weg, wirst ja schon genauso entwickelt, dich entwickeln wie alle anderen auch und so. Aber so Interesse so an Frauen hatte ich damals eigentlich gar nicht. Mein Hauptinteresse war das Hobby, die Eisenbahn. Später, meine Schwiegermutter hatte zu meiner jetzigen Frau dann gesagt, wenn du den heiratest, heiratest du die Eisenbahn mit. Und so ist es ja auch im Prinzip gekommen. Ja. Aber wie soll ich sagen, ich habe versucht, zurückzurechnen, wann hatte ich so die ersten Empfindungen. Es gibt welche, wo es sehr stark in, sich sehr stark im falschen Körper empfinden, die merken das schon im Kindesalter, 3, 4 Jahre. Ja. Bei mir würde ich so sagen, so zwischen 10 und 12 Jahre, da kann ich zurück
rechnen, dass da waren irgendwie schon Veränderungen. Was waren das für Veränderungen? Erzählen Sie mal. Ja, man guckte schon nicht jetzt hinter Mädchen hinterher, weil man sie sexy fand, sondern wie kleiden sie sich? Mhm. Wie geben sie sich? Wie schminken sie sich auch denn? Ja, es kommt ja dann die Pubertät, da probiert man ja alles aus. Ich hatte die Pubertät als Mann, musste die zweite Pubertät nutzen, um den Schminken und so weiter zu lernen. Das hat manchmal bitter mich belastet, wenn ich vor dem Spiegel stand und es wurde nicht so, wie es sollte. Aber wenn wir über damals noch mal reden, haben Sie denn auch dann mal Kleidung angezogen? Haben Sie denn sich ein bisschen ausprobiert? Also solange meine leibliche Mutter lebte, ging es nicht. Die wussten auch nicht. Die hat sofort mitgekriegt, wenn ich da dran war an ihren Sachen. Das ging nicht. Später, meine Mutter ist sehr, sehr früh gestorben, da war ich noch nicht mal 20. Da mussten denn, mein Vater hat ja sich dann um eine Nachfolgerin bemüht. Und er ist ja dann bei ihr immer gewesen und da mussten dann halt Wäscheleinen mal herhalten. Da wurde dann so das eine und andere stibitzt. So runtergepflückt. Ja, weil die Möglichkeiten eBay heute, wo man anonym bestellen kann, ist nicht. Gab's nicht. Und das haben Sie dann aber zu Hause dann so im Verborgenen? Wenn dann keiner da war, ja. Hatte, die, muss ich eigentlich sagen, nee, das war sogar, da lebte meine Mutter noch. Wenn die zum Vergnügen waren, war für mich immer, ja, das Dorado. Jetzt konntest du in der Wohnung das ausleben. Und dann kam mir mal die Frage, wann kommt denn wir zurück? Ja, so Mitternacht etwa sind wir bestimmt, da fährt der Bus, weil die waren dann immer außerhalb von Brandenburg. Und oh, da kannst du ja bis Mitternacht, das ist dunkel, da kannst du ja draußen umhertigern. Dann bin ich dann nachts als Frau verkleidet um die Blöcke. Ah ja. Und aber dann so, dass sie keiner sieht oder dann durchaus? Naja, immer Augen wie ein Luchs. Wenn da einer kommt, musst du schnell die Straßenseite wechseln. Also es hat Sie ja dahin gezogen, das zu tun. Hatten Sie denn dabei irgendwie das Gefühl, was Falsches zu machen? Oder nachher ein schlechtes Gewissen? Das Nö, überhaupt? Gar nicht, ja? Gar nicht. Es hat Sie auch nicht durcheinander gebracht, dass Sie es dann nicht Ihren Eltern erzählen? Nö, wie gesagt, ja. Es hat mir gereicht. Mhm. Ich habe mich allerdings nicht als Transsexuelle gefühlt. Sondern ich war immer der Meinung, du bist halt ein Transvestit. Wie haben Sie denn die Frau kennengelernt, die Sie dann auch geheiratet haben? Die habe ich gar nicht kennengelernt. Wir haben uns nicht gesucht und nicht gefunden. Wir wurden verkuppelt. Okay. Wie ist das? Meine Tante hatte eine Gartennachbarin, die arbeitete in der damaligen Staatsbank der DDR. Mhm. Und die hatte eine Kollegin und da hat sie gesagt, die findet nie einen Mann. Das ist ja nett. Und dann wurde ein Treffen organisiert, weil meine Tante hat gesagt, der findet nie eine Frau. Weil der hat ja die Eisenbahn. Das passt. Das passt, ja. Und dann wurde da ein Treffen vereinbart. Die Strickjacke habe ich heute noch. Erkennungsmerkmal, sie kannte mich ja nicht. Eine grüne Strickjacke. Und dann waren wir in einem Café und haben uns dann ja, beschnuppert. Ja, und wie hat das Schnuppern so gerochen? Naja, wie hat es gerochen? Ja, wir haben uns dann erstmal so ein bisschen abgesteckt, erstmal kennenlernen. Konnten Sie sich gut riechen? Oder das ist ja, wir haben uns oft gekrabbelt. Ah, ja. Sie war Einzelkind, ich bin Einzelkind. Mhm. Ja, da flogen dann schon mal die Fetzen auch nachher in der Ehe. Aber kann man sagen, obwohl Sie sich nicht gesucht haben, hat es doch irgendwie gepasst? Also haben Sie sich doch irgendwie gefunden? Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Also ich möchte sagen, es war fast so. Nach einem halben Jahr hatten wir dann schon Verlobung gefeiert und nach einem Jahr hatten wir geheiratet. Haben Sie denn dann gedacht, ach, jetzt bin ich verheiratet, jetzt bin ich ein Ehemann, jetzt ist das mit den Kleidern wahrscheinlich vorbei? Genau so ist es. Haben Sie gedacht? Genau so ist es. Es war dann auch so die Zeit, dass ich dann erstmal eine Weile... Ist nicht. Alles weggeschmissen. Sogar die Bilder aus der ersten Zeit. Ich hatte ja dann Fotos gemacht. Mhm. Natürlich nicht die Filme zum Entwickeln gegeben. Die habe ich selber entwickelt. Durfte ja keiner sehen. Mhm. Und er war dann erstmal ein ganzes paar Jahre. War dann Ruhe. Und dann kam das Verlangen wieder. Und dann haben Sie wieder Wäscheleine. Dann habe ich. Wir haben 86 geheiratet. Dann kam ja die Wende und dann bin ich dann teilweise in einen Laden noch gegangen, hab dann was gekauft. Ach, das ist denn für meine Schwester. Und hat Ihre Frau denn da was mitgekriegt, geahnt? Oder war das wieder eine Parallelwelt, so wie damals? Eine reine Parallelwelt. Ich glaube nicht, dass sie was geahnt hat.
Ich habe vorher immer, ist sie nie stutzig geworden, habe immer gefragt, wenn sie denn zur Arbeit ging, wann kommst du denn wieder? Oder wenn sie dann irgendwie sich mit Freunden getroffen hat, wann kommst du denn wieder? Ich war ja dann eine Woche auch immer wieder weg, ich war ja auf Montage. Es war mal lustig, wenn ich wieder nach Hause kam, dann stand alles an Elektrogeräten da, was kaputt war. War Ihnen das denn, also Sie beschreiben ja hier so die Parallelwelt. Hm? Ne? Das eine ist das, was die anderen mitkriegen, das andere, was Sie leben, wenn die nicht da sind. Ja. War Ihnen das denn irgendwann oder in bestimmten Situationen auch unangenehm, diese Männerrolle dann ausfüllen zu sollen? Zu Anfang noch nicht. Eigentlich, wo ich das tiefer hinterfragt hatte, war, ich glaube, Mitte der 1990er Jahre war das, wo das mit dieser Bürgermeisterin in Sachsen-Anhalt, dieser Michaela Lindner war. Mhm. Da habe ich dann die Sache wirklich mehr hinterfragt. Wir hatten ja dann schon Computer, Internet und alles Mögliche. Habe da gegoogelt, wie hat die Michaela das gemacht, mhm, und habe die Sache dann für mich, das wäre eigentlich eine Lösung. Eins haben wir noch nicht gesagt, Ihre Frau hatte auch relativ früh eine Unterleibsoperation. Das heißt, es war klar, Sie konnten keine Kinder. Das war vor der Ehe noch. Wie hat das Ihre Ehe beeinflusst? Hat das irgendwie... Ja, dieses sexuelle Verlangen war nicht so da. Und meine Frau fühlte sich nach der Unterleibs-OP nicht mehr als richtige Frau. Kinder konnte sie keine mehr kriegen und. Und darauf gab es dann auch unter uns oft Reibereien, weil sie dann eben, ja... Nachher ist es ja in diese psychische Erkrankung dann umgeschlagen. Und da war es eigentlich für mich, ja, du brauchst nicht. Wir haben es gemacht, pflichtgemäß sozusagen, aber es war halt nicht. War nur Pflichtprogramm. Ja, war Pflichtprogramm. Mhm. Und als Sie dann festgestellt haben, ich fühle mich in dem falschen Körper und ich habe auch gesehen, anhand von anderen Vorbildern, die ich gekennen habe und Vorbilderinnen, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie es dann irgendwann Ihrer Frau auch erzählt? Oder? Da kam mir 2007 der Karneval zu Hilfe. Aha. Meine Frau war vorher unterwegs noch mit anderen so eine Reise gemacht. Die kamen dann wieder, ich hatte sie noch abgeholt. Und da sagte sie, gehen wir heute Abend noch? Und ich sage, natürlich, ich würde mich gerne verkleiden. Und das war dann praktisch die Uhr, der Coming Out. Da hat sie zu mir nur gesagt, wenn du dich traust, dann geh doch. So. Ja, aber das war für sie ja noch nicht Coming Out. Die sagte, naja, mein Mann geht als Frau im Karneval. Ja, für sie erstmal noch nicht. Ja, genau. Aber das war der Durchbruch. Mhm. Praktisch ist da der Damm gebrochen. Da habe ich dann, bin da angesehen gewesen, obwohl versteckt hinter dieser Latexmaske erstmal. Nachher habe ich sie dann abgenommen, weil da Christian Klaps drunter. Latexmaske? Warum Latexmaske? Ja, weil die sieht aus fast wie echt. Und als Ihrer Frau dann klar war, Moment, das ist jetzt nicht irgendwie was für Karneval, sondern das bleibt? Ich habe ihr dann gesagt, ich würde gerne, aber ich fühle mich immer noch als Transvestit. Dass es nicht transvestit ist, hat mir nachher eine Freundin gesagt. Beim Selbsthilfeverein in Berlin. Die hat zu mir auf den Kopf drauf zugesagt, du bist kein Transvestit, du bist transsexuell. Und dann? Der hat recht gehabt. Und was? Und dann, das ging so schnell. Praktisch jeden Tag hat sich das geändert. Immer wieder, immer mehr als Frau auf der Straße, nachher dann ohne diese Maske. Die Maske, wie gesagt, das hat mir auch sowieso nicht gefallen. Denn in der Stadt geguckt, oh, da kommt einer, den kennst du, wir müssen die Straßenseite wechseln. War immer noch diese Angst und. Aber das hat sich relativ schnell abgebaut. Das war ein, zwei Monate und dann war das vorbei. Dann bin ich so, natürlich noch damals die männlichen Haare, also kurz, mit Perücke und allem. Und ja, meine Frau, sie hat zu mir gesagt, denn ja, ich werde sehen, dass ich damit klarkomme. Ich brauche aber Zeit. Sie hat schon dran zu knabbern gehabt. Ja, sie hat dran zu knabbern. Was die Liebe aushält, das war schon eine Schwierigkeit. Ja, aber sie ist mit mir mitgegangen. Das sagt sie ja nachher dann auch noch immer. Es ist immer schön, hinter dir hinterher zu gehen, wie die Leute gucken. Ja. Weil du hast ja eigentlich einen männlichen Körper gehabt, den du bloß als Frau ja umlackiert hast. Mhm. Mehr war ja eigentlich noch nicht. Ja. Ja, ich habe noch keine Hormone gehabt und so eine Sachen, dass dann auch die Sichtzüge weicher werden. Das ging ja dann los. Also Ihnen ging es ja eine Zeit lang auch nicht gut, weil die Geschlechtsangleichung ist ja ein aufwendiger Prozess. Da müssen Gutachten eingeholt werden. Dann haben Sie Ärger mit der Krankenkasse gehabt. Das war ein ewig langes Hin und Her. Irgendwann haben Sie
dann grünes Licht bekommen. Mit anwältlicher Hilfe. Und es gab dann diese Operation. Wie war das denn? Nochmal, was die Liebe aushält. Wie war das für Ihre Frau, als es nicht mehr nur die Kleider waren, ja, die die Veränderung gezeigt haben, sondern auch ihr Körper sich verändert hat? Als ich dann nach der OP wieder zurück war in Brandenburg, war erstmal, wie sagt man so schön, wenn der Fernseher kaputt ist, Bild ist da, aber Ton fehlt. Was heißt das? Ja, sie hat da mächtig dran zu kauen gehabt. Sie hatte sich vorher an diese Sache, die ja ähnlich noch wie bei Transvestiten ist, hat sie gesagt immer, ja, ist gut, da kommt man noch mit klar. Sie hat dann aber auch wieder öfter gesagt, kannst du nicht auch mal wieder Harald sein? Nee, Harald wollte nicht mehr. Harald war das letzte Mal an ihrem Geburtstag beim Musical in Hamburg. Erzählen Sie mal, warum? Was, das war Ihr Wunsch, dass Sie da noch mal Harald sind? Oder? Ja, hat sie gesagt, zu meinem Geburtstag möchtest du bitte. Bin schon als Frau nach Hamburg gefahren, habe da auch im Hotel bin als Frau aufgetreten, allerdings noch mit männlichen Namen, weil ja die Namensänderung war noch nicht durch. Die hat ja komischerweise, ich weiß nicht, was da so lange dauern soll, über ein Jahr gedauert, bis man im Gericht dann so weit war, zu sagen, ja, ist gut, es ist so. Und da hat sie dann mich gebeten, einmal noch als Harald. Ich hatte also Haralds Sachen bei und bin dann mit ihr dann noch mal zum Musical gegangen. Wie hat sich denn dann, als Sie dann Frau waren, Ihre Beziehung verändert? Oder hat sie sich verändert? Nee, kann ich nicht sagen. Es war erst mal ruhig, aber sie hat sich damit abgefunden, weil es war ja da unten nichts mehr. Es war ja weg, schnipp, schnapp. Sie bringen die Sachen auf den Punkt. Ja. Sie bringen die Sachen auf den Punkt. Ja. 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 Vielleicht auch noch eine Episode. Ich hatte kurz danach, ich bin im Ende Mai operiert worden. Und im Sommer, im Juni oder Juli, hatte ich eine Freundin, die ich auch im Internet kennengelernt hatte, aus Budapest zu Besuch in Berlin. Da haben wir uns getroffen. Die hat zu mir gesagt, man merkt, wie frei du plötzlich bist. Warst du vorher nicht. Mhm. Und mit meiner Frau ging das dann auch. Die hat das dann akzeptiert. Weil es war keine Heimlichkeit mehr da. Welche Rolle spielt denn Sexualität jetzt noch in Ihrer Beziehung? Sexualität, also praktisch körperliche Sexualität, könnte man höchstens mit einem Dildo oder irgendwas machen. Oder, ansonsten ist das ja wie in meinem Alter noch mit Sexualität. Werd 64. Muss denn, Herr Mari, Sie haben ja von der Leidenschaft gesprochen, muss denn Liebe mit Sexualität, mit Leidenschaft verbunden sein, um von Liebe zu sprechen? Nee, ich sagte ja, es gibt die partnerschaftliche Liebe, es gibt die Wesensliebe, das ist die freundschaftliche Liebe, und es gibt die emotional-leidenschaftliche, wobei die nicht unbedingt sexuell oder erotische Leidenschaft sein muss. Das kann auch einfach das Begehren nach der emotionalen Nähe sein. Also man würde heute sagen, das Mitteilen der innersten Bewegungen, die man niemanden anderen mitteilt, außer dem Intimpartner. Also die Liebe bietet so ein breites Spektrum. Man kann heute nicht mehr eigentlich von der Liebe sprechen. Und eigentlich ist das eine Bereicherung. Manchen macht es Angst. Wofür sind Sie Ihrer Frau auch dankbar? Dass sie mich so akzeptiert hat, wie ich bin. Wie sagte der alte Fritz immer schon, oder Friedrich der Große, jeder nach seiner Fassung. Frau Wasseroth, vielen Dank dafür, dass Sie uns die Geschichte Ihrer Liebe hier erzählt haben. Dankeschön. Wir sprechen ja heute über das Thema, was die Liebe aushält. Ein Thema, das auch Sie allerdings auch auf tragische und traurige Weise beschäftigt hat, Frau Atlas. Aber fangen wir erst mal früher an. Wenn Sie jemanden kennenlernen und eine Beziehung führen, was ist für Sie wichtig in einer Beziehung? Ich finde, Humor ist total wichtig. Ja, Humor ist nicht Witze machen. Humor zeigt für mich irgendwie, wie jemand denkt und wie jemand denkt über die Welt. Und das war für mich wirklich das ist ganz oben Humor. Natürlich, dass man lieb ist und dass man intelligent ist und dass man gut ausschaut, ist auch nicht schlecht. Aber der erste ist Humor, finde ich. Mhm. Sprechen wir über Theo. Der ist ja irgendwann in Ihr Leben getreten. Was war er denn für ein Typ?
War da auch gleich Humor da oder was war gleich da? Ja, er hat Humor. Humor? Er hat mich zum Lachen gebracht. Weil ich bin diejenige, der immer zum Abendessen eingeladen wird, wenn die wissen, es wird ein langweiliges Abendessen. Weil ich bringe anderen Leute zum Lachen. Mhm. Aber er hat mich zum Lachen gebracht. Weil er war wirklich, er hat eine tolle Stimme gehabt, er hatte gute Timing gehabt, er konnte gute Geschichte erzählen. Das gehört alles dazu. Das ist so für mich so wirklich eine Päckchen, so wer ein Mensch ist. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? In einem Café. Mhm. Zufällig? Saß ja, zufällig. Ich bin in einem Café angekommen und es war ein Typ da links und ein Typ da rechts und ich saß in die Mitte. Und ich habe so Zeitung und dachte ich, er liest eine Zeitung und ich habe das falsche deutsche Wort benutzt. Ich habe gesagt, kann ich bitte ein Stück Zeitung lesen, anstatt ein Teil Zeitung. Und er guckt hoch. Hat er ein Stück abgerissen? Ja, ja, wusste ich nur im Nachhinein, dass es falsch war. Und er sagte, welches Stück willst du? Ja. Und dann kamen wir in Gespräch. Und irgendwann mal merkte ich, ich bin in dem falschen Café. Ich sollte eigentlich einen anderen Freundin kennenlernen, treffen. Und wir kamen aber so lange in Gespräch. Wir haben gesprochen über Film und er hat ein T-Shirt mit Chicago drauf. Ich komme aus New York und so. Wir kamen sofort ins Gespräch miteinander. Mhm. Und wie sah dann, als Sie zusammengekommen sind, so ein schöner Tag aus? Wie haben Sie miteinander... Vor unser Kind? Oder? Ja, ja. Ja, entscheiden Sie. Sie haben dann auch ein Kind zusammenbekommen. Ja. Man sieht schon wieder. Das ist auch schön, aber die Welt ändert sich. Ist auch ein anderer Rhythmus. Ja. Ja. Sehr lange geschlafen und Zeitung gelesen und Kaffee getrunken in verschiedenen Orten. Und... Gin and Tonics getrunken und sind mit seinem Vespa durch Berlin gefahren. Es war so für mich so das Gefühl, ach, ich bin wirklich im Leben, so the La Dolce Vita, genau wie man es vorstellt. So habe ich gesagt, ja, das bin ich, ja, das ist mein Leben. Und dann kam das Kind, Sie haben noch ein Kind zusammenbekommen. Hatten Sie das Gefühl, angekommen, eigentlich alles gut, alles? Eigentlich schon. Ja? So, es gibt, in Deutsch sagt man, stinknormal. Und ich finde, das ist nicht, ist eigentlich schön normal. Es war wirklich schön normal. Mhm. Es war, ich hatte schon einen Sohn von meiner ersten Beziehung. Wir hatten ein Kind zusammen. Wir haben uns wirklich eine schöne Zeit zusammen gehabt. Und am Spielplatz und klar, weniger schlafen und so alles. Aber Filme zusammen geguckt. Und ich fand, das hat uns gut gefallen. Es war mitten im Leben. So. Schön stinknormal. Mhm. Ja, schön stinknormal. irgendwann hatte... Theo dann das Gefühl, krank zu sein. Erzählen Sie mal die Situation, wie kam er da drauf? Ja, sein Vater ist gestorben und ziemlich schnell danach sagte er, ich kann nicht sprechen. Und ich war so, was meinst du? Er tendiert, Hypochonder zu sein. Ich meine wirklich tendiert, in dass er bei unserem dritten Date meinen Blutdruck gemessen hat. So, war wirklich, er hat schon alle Krankheiten. So, ich dachte, es ist eine psychologische Reaktion auf den Tod seines Vaters, klar. Und er hat so manchmal die O-Tone für seine Filme gemacht. So, ich habe gesehen, wie er immer so seine Stimme aufgenommen hat und wieder angehört. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, wie er im Spiegel guckte. Und er hat seine Zunge raus und guckt im Spiegel. Und ich sagte, was schaust du denn an? Und dann habe ich meine Handy genommen mit der Taschenlampe und ich guckte in seinen Mund. Und als ich seine Zunge gesehen habe, ich merkte, irgendwas ist nicht normal. Und die Zunge hat sich so von alleine bewegt. Es ist so Zuckung, das heißt Faszination. Und ich kann mich erinnern, dass ich an den Nackt gegoogelt habe. Und ich habe gegoogelt, so zuckende Zunge. Und man landet ziemlich schnell auf ALS. Was wussten Sie damals über ALS? Wenig. Es war vor die Ice Bucket Challenge, wo mehr davon jetzt wissen davon. Es war Stephen Hawking. Das war die einzige, die man kennt. Auch in den USA sagt man Lou Gehrig's Disease. Das ist auch ein berühmter Baseballspieler. Aber man wusste gar nicht. Ich habe sogar weiter gegoogelt, bis ich irgendwas Gutes gefunden habe. So, wo stand nur Stress. Und dann dachte ich, ja, Honey, vielleicht ist nur Stress. Mhm. Ja. Sie haben ja dann lange gegen diese Krankheit gekämpft. Sie haben internationale Spezialisten aufgesucht. Sie haben auch Heiler aufgesucht, von denen Sie sich irgendwie einen Erfolg versprochen haben. Und irgendwann stand da drunter ALS und Sie wussten, das ist es. Wussten Sie dann auch, dass es eigentlich ein Todesurteil ist? Ja, ich meine, das ist die König, die schlimmste Krankheiten. Und das liest man sofort und das merkt man. Die sagen, die Lebenserwartung ist 1 bis 3 Jahre. Und man ist so wie... Das Grausame an dieser Krankheit ist ja, dass der Betroffene oder die Betroffene dann alles wahrnimmt weiterhin. Der Verstand ist überhaupt nicht beeinträchtigt. Alles ist wie vorher, nur der Körper
gibt eine Funktion nach der anderen auf, kann sich nicht mehr bewegen. Man kann irgendwann dann auch nicht mehr kommunizieren. Haben Sie Angst gehabt, auch was das für Sie bedeutet, das mit ihm durchzustehen? Ja, klar, aber es passierte alles so schnell nacheinander. Ja. So seine ALS war noch eine seltene Form. Das hieß Bulbare, das fing in den Mund an, sodass nach einem Jahr konnte er nicht mehr sprechen. So, wir haben dann mit einem Handy kommuniziert. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, das Jahr ohne Worte. Und das bedeutet nicht nur, dass er nicht sprechen könnte. Ich war sprachlos. So, ich unterrichte und ich mache Kommunikation und ich habe immer was zu sagen. Aber in dieser Zeit, ich habe so etwas gefühlt, wo ich wirklich nicht die Worte finden könnte, was ich fühlte. Ich war nur am Funktionieren, weil es gab so viel, das man tun musste. So Forschung und man hat was und dann war man hinterher. Es war das Gefühl, man ist immer hinterher. Man kommt dann Bahnhof und die Züge schon abgefahren. Also Sie haben unheimlich viel drumherum gemacht, ja. Aber was war mit der inneren Verbindung eigentlich? Ja, ich glaube, am Anfang, es war immer noch wir zwei gegen die Krankheit. Mhm. So, das ist eine Liebesgeschichte. Und in dem Buch habe ich das in die 5 Jahrzeiten des Liebes so aufgeteilt. Die Frühling, wir sind verliebt und wir sind die Erwählte und wir glauben, wir werden nicht wie Paaren, die Tanzunterricht nehmen müssen, weil die keinen Sex mehr haben. Nein, wir sind glücklich, so haben wir gefühlt. Und die Sommer war eigentlich die Diagnose. Er hat die Diagnose, aber wir glauben, es ist wir zwei gegen die Krankheit. Und wir haben in dieser Zeit 3-mal geheiratet. Ja, wir haben 3-mal geheiratet, so ein bisschen das Gefühl, wir sind stärker, die Liebe ist stärker. Wir trotzen dem. Ja, und dann Herbst, was auf Englisch heißt Fall, ist so die Auseinanderfallen seiner Körper, unsere Beziehung, unser Familienleben. Winter ist kalt und dunkel und dann die 5. Jahrzeit ist, was ich brauchte, damit ich so hier mit Ihnen sitzen könnte und das ging um Verzeihung. Mhm. Und das ist wirklich so die verschiedenen Phasen, was da mit uns passiert ist. Kommen wir in den Herbst. Im Herbst sind Sie beruflich erfolgreich gewesen als Coach. Für Sie haben sich Türen aufgemacht. Wie war das für ihn? Sind gleichzeitig immer mehr Türen zugegangen? Hatten Sie das Gefühl, dass der Mann, in den Sie sich verliebt haben, Ihnen immer mehr entgleitet? Ja, er ist Fremde geworden. So, das ist so, man sagt, wer ist ein Mensch? So ein Mensch ist die Stimme, ihre Sprache, wie die sich entnehmen, wie die mit mir tanzen. Und das geht alles weg. Und man versucht noch irgendwie die Kern der Menschen noch zu finden. Aber wenn er mit einem Handy tippt und er hat eine britische Frauenstimme ausgewählt, der einfach zufällig heruntergeladen hat. So, man gewöhnt sich an alles, aber so habe ich mit ihm gesprochen, mit einer britischen Frauenstimme. Mhm. Und irgendwann mal war es schwieriger zu tippen. Mhm. So, da hat man nur Ja-Nein-Fragen gestellt. Und ganz später war es, dass er gar nicht tippen könnte. Könnte man nur auf die Nase gucken für Ja und Nein, wenn es so war. Und da kann man nicht wirklich tiefe Gespräche führen. Das Bild ist so ein bisschen verblasst, das Sie von ihm hatten, obwohl Sie, also kann man sich das überhaupt klar machen? Sie wissen, der Geist ist ja da, der wache Geist ist da, aber Sie erreichen ihn nicht mehr. Ja. Herr Mari, wie ist das? Ich meine, das geht ja nicht nur Ihnen so. Was macht das mit einer Partnerschaft, wenn ein Partner sich durch Krankheit, welche Krankheit auch immer, so gravierend verändert? Wenn man das erklären will, muss man unterscheiden. Die Liebe gibt es eigentlich in 2 Formen, einmal als Gefühl und einmal als Kommunikation. Hier ist die Kommunikation dann irgendwann nicht mehr möglich gewesen. Die Liebe als Gefühl kann aber bestehen bleiben, muss es aber nicht. Wie gesagt, man hat es dann nicht in der Hand. Man kann sich vorher sagen, mit dir gehe ich durch alles und dann stellt man fest, man bringt es nicht, man schafft es nicht. Oder man sagt vorher, solltest du jemals sowas haben, dann werde ich dich sofort verlassen und dann kriegt man das nicht hin. Also man darf sich wirklich davon überraschen lassen. Man kann sich viel vornehmen, man kann viel glauben. Wenn man sich fragt, was ist eigentlich die Aufgabe der Liebe, dann kann man sagen, ja, die Aufgabe ist, Menschen zu verbinden. Und dafür muss das Ego auch ab und an unterworfen werden. Deshalb passiert einem die Liebe. Menschen sind derart aufeinander angewiesen, dass ihr Wille dabei nicht in erster Linie die Rolle spielt, sondern die Bedürfnisse, die psychischen, die emotionalen, die körperlichen Bedürfnisse. Und wie man damit klarkommt, das ist unvorhersehbar. Die Liebe ist heute, wie es nie in der Geschichte war, individualisiert.
Und jedes Individuum geht mit diesen Dingen verschieden um. Und deshalb ist, wenn ich interviewt werde oder so, dann Zeitungen, die wollen ja immer Ratschläge, die für alle gelten haben. So Überschriften, so funktioniert die Liebe. So funktioniert die Liebe. Und was macht man in dem Fall und wie, ich sag ja, welches Paar macht's wie? Das herauszufinden ist natürlich sehr viel aufwendiger als die vergangene Liebe, wo es um Rollenverhalten ging. Aber eine Gesellschaft ohne diese Individualität, unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren. Wir reden hier weiter mit den Individuen. Frau Ettles, wenn Sie unterwegs waren, dann haben ja auch Pflegerinnen und Pfleger waren dann bei Ihrem Mann. Hatten Sie da mal ein schlechtes Gewissen? Haben Sie, weil es gibt ja so dieses Gefühl auch bei manchen, ja, ich müsste bei ihm sein. Wie war das bei Ihnen? Ja, bei ihm ging es auch so schnell, so dass er einen Luftröhrenschnitt hat und dass im Krankenhaus, die haben uns gesagt, sie wissen, das bedeutet 24 Stunden Pflege. Und wir wussten das nicht. Ich meine, wir wussten bestimmt irgendwann mal dieses Trajectory, dass er irgendwann mal wirklich sterben wird, wird das alles. Aber das passierte so schnell. Und dann plötzlich, wir sind umgezogen. Und dann war jede 12 Stunden ein neuer Mensch bei uns. Das war unheimlich schwierig. Und da hatten wir das Gefühl, dass irgendwie, die sind gute Menschen. Die sind wirklich gute Menschen. Aber die Zuhause ist nicht mehr dein eigenes Zuhause. Es gibt keinen Privatraum mehr. Die erste Nacht, ich kann mich wirklich erinnern, die erste Nacht, dass ich neben ihm in unser Bett geschlafen habe, er hat noch diese Luftröhrenschnitt und es gab diese Geräusche und ich habe das irgendwie so gedacht, okay, das ist so fast wie Wahlgeräusche, so diese ich kann einschlafen, ich kann überall einschlafen, das ist kein Problem. Aber was ich nicht dachte, dass in der Nacht plötzlich piepste und alles und da kam eine Pflegerin über mich und hinten abgesaugt. Und das passierte nicht einmal, aber so viermal irgendwie in einer ganz kurzen Zeit. Und da lag ich da im Dunkeln und ich wusste, das würde ich nicht schaffen. Das schaffe ich nicht. Und am nächsten Tag merkte ich, ich kann nicht mehr in diesem Zimmer schlafen. Und da habe ich dann unten am Schlafsofa geschlafen oder bei den Kindern in ihrem Zimmer mit Schlaf, mit Matratze oder sowas. Ich glaube, niemand von uns kann wirklich nachvollziehen, was es bedeutet, in so einer Situation zu sein und dann wirklich die Nächte dort zu verbringen und die Tage dort zu verbringen. Deshalb sollten wir auch alle gar nicht urteilen, was ein Verhalten angeht. Er wollte ja noch erleben, wie ihr Kind, ihr gemeinsamer Sohn, Abitur macht. Wie lange war das dann noch? Ja, mein Sohn war, als er erstmal diagnostiziert war 6. Und wir hatten gesagt, okay, wir haben erstmal eine ganze lange Weile unsere Kinder gar nicht erzählt. Wir haben gesagt, okay, bis die dritte Diagnose, bis nach der Hochzeit, bis er erstmal 7 ist, lass uns einen Geburtstag noch, einen unbeschwerten Geburtstag haben. Aber dann mit 7 zu denken, okay, bis 18, das ist schon eine lange Zeit. Und nach der ersten Diagnose, an dem Tag sind wir zu KDW, das ist diese große, irgendwie in Berlin, die Delikatessenabteilung. Und wir waren so erschrocken von dieser ersten Diagnose. Und wir haben da Champagner getrunken und Austern gegessen, obwohl ich überhaupt nicht Austern mag. Und wir sprachen alle dieses, was machen wir, was machen wir? Und er hat gesagt, ich will leben, bis mein Sohn 18 ist. Und ich habe gesagt, na klar, wir machen alles, wir tun alles. So waren wir, so, wir schaffen alles. Ja. Und war Ihnen dann irgendwann klar, ich halte das nicht durch, selbst wenn er es schafft? Nein, ich denke schon, dass ich hätte das ausgehalten. Mhm. Ich war nicht diejenige, der damit aufgehört. Mhm. Es war aber schwierig. Sie haben irgendwann Dinge gesagt, die Sie bereut haben. Was waren das für Dinge? Ja, und ich denke, ich hätte das anders jetzt gedacht. Ich meine, wir sprachen nie über den Tod, obwohl es direkt vor uns war, weil wir so beschäftigt waren mit Leben und Überleben. Wie können wir das besser machen? Können wir Musiker einladen? Können wir Filmabende machen? Dass wir außer dieser ersten Woche gar nicht über den Tod gesprochen haben. Und bei jeder OP, er hat in dieser Patientenverfügung nicht ausgefüllt. Und ich habe gesagt, Hanni, du musst das ausfüllen, weil ich will nicht für dich entscheiden muss. Und dann landen wir wieder, muss man vorstellen, über dieses Handygespräch. Was meinst du? Und ich habe irgendwann mal gesagt, Stephen Hawking ist nicht mein Vorbild. Und ich wusste, als ich das gesagt habe, ich hätte das nicht sagen sollen. Und ich hätte das jetzt nicht sagen würde, wenn ich es nochmal, weil es war verletzlich. Aber es war nicht so, wie ich es gemeint habe. Was glauben Sie, hat er
daraus gemacht? Wie ist das bei ihm angekommen? Ich glaube, er fühlte sich wirklich verletzt. Und ich bin nochmal zu ihm gegangen. Und er hat das irgendwann mal auch verstanden. Natürlich wollte ich nicht, dass er stirbt. Ich habe alles getan, damit er weiterleben kann. Aber das war... Weil Stephen Hawking sehr lange noch damit gelebt hat. Und wenn Sie sagen, das ist nicht Ihr Vorbild, heißt das... Ja, ich glaube, das ist so, hat er es verstanden. Als Ihr Partner bereits todkrank war, in ihrer gemeinsamen Wohnung war, da gab es noch Verbindungen zu anderen Frauen. Was heißt das? Was waren das für Verbindungen? Ich habe es rausgekriegt, dass er mit zwei anderen Frauen eine Beziehung hatte. Was heißt das? Also Sie konnten ja mit ihm kaum kommunizieren. Was können wir unter Beziehung verstehen? Er hat eine sexuelle Affäre mit einer Pflegerin und mit einer anderen Frau. Und das habe ich nicht für möglich gehalten, aber das ist möglich. Es ist möglich und das war auf jeden Fall ein Moment von der Sprachlosigkeit, das ich hatte. Und wie konnte er dann mit den Frauen kommunizieren? Also nur, dass ich's... Ja, ähnlich wie bei mir mit diesen Tippen. Und mit, ich meine, dass er gar nicht bewegen könnte, war viel, viel später. Aber am Anfang könnte er tippen oder mit dem Laptop sowas schreiben. Sie sagen, Sie waren sprachlos. Was hat das dann nach der Sprachlosigkeit dann trotzdem in Ihnen ausgelöst, das zu erfahren? Ich glaube, alles. So, natürlich Schock, traurig, weil ich meine, verletzt. Aber ich glaube, die Wut, alles. Aber das Schlimmste für mich war dieses Moment, wo ich ihn fragte, jetzt, liebst du sie? Und er hat getippt, ja. Und das mit dem Sex und alles, das hatte ich irgendwie, man kann das verstehen. Ich glaube, jeder kann das verstehen, dass wenn ein Mensch ist am Sterben und das ist die letzte Wünsche oder man will, als die Autonomie weggenommen ist, einmal die Hände wieder auf die Lenkrad haben und links oder rechts ist egal, dieses Gefühl zu haben. Das Leben spüren. Ja, das Leben spüren. Jeder kapiert das. Das könnte ich irgendwie in einem Päckchen verstehen. Dass er jemand anders geliebt hätte, das war wirklich verletzend. Haben Sie da manchmal gedacht, vielleicht wollte er sich von Ihnen verabschieden, bevor Sie es umgekehrt tun? Das ist nett. Ich habe das nicht gedacht. Mhm. Ich meine, das ist möglich. Ich meine, im Ende, und das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, eine Szene, wo ich ihn verziehen habe. Und das war wirklich, weil ich glaube, er hat nie die Absicht gehabt, mich zu verletzen oder uns zu verletzen oder unsere Familie zu verletzen. Und dass ich ihn verzeihen könnte, das war für mich das Größte, weil das hat eine lange Zeit gedauert. Aber das war wichtig, weil das wusste ich, wird eine Befreiung. Wie hat er denn reagiert, als Sie ihn damit konfrontiert haben? Also das war dieser Moment, als er gesagt hat, ich liebe Sie, ja? Oder? Wie hat er reagiert, war so... Ich habe so ziemlich pragmatisch so gesagt, okay, wenn das so ist, dann müssen wir sowas ändern, damit wir noch als Familie bleiben können, wenn wir nicht mehr Partner sind. So, ich war so sehr in diesem Moment pragmatisch. Mhm. Aber was ich mit meinen Freunden und dass ich meine Kinder mich schon wirklich sehr oft im Tränen gesehen haben. Sie haben gesagt, es ging dann am Ende auch ums Verzeihen. Ja. Erzählen Sie mal, in welcher Situation war das? So, ich muss schon vorher sagen, ich bin ein Podcast-Junkie. So, ich habe in dieser Zeit total viel Podcast gehört. Ich sehnte mich nach Stimme, glaube ich. Mhm. Und ich hatte einen Podcast gehört über einen Palliativarzt. Und er sagte, wenn man sich verabschieden will von Menschen, mit denen man eine schwierige Beziehung hatte, was ich immer sage, sind die 10 Worte. Bitte verzeih mir, ich verzeihe dir, danke, ich liebe dich. Und ich war in die Badewanne, als ich das gehört habe. Ich bin so hochgeruckt und versucht, die Pausentaste zu tun. Ich habe gesagt, die sind die 10 Worte. Ich wusste, die sind die 10 Worte, die mich irgendwie befreien würden. Aber ich wollte es nicht zu früh sagen. Ich wollte es nicht sagen, wo ich es nicht wirklich fühlte. Dieser Danke, ich liebe dich, war nicht das Problem. Ich könnte ihn bedanken, mein Sohn, unser Leben, ich liebe dich. Das ging. Aber bitte verzeih mir, ich verzeihe dir. Das hat bei mir eine Weile gedauert. Und wie das so ist, wenn man schwanger ist, sieht man nur schwangere Frauen. Mit Verzeihung habe ich überall dieses Wort gesehen. Ich habe so Verzeihung, Verzeihung auf Postkarten, im Motivationskalender, am Radio, Lieder über Verzeihung, ja, Deutsch, Englisch. Und irgendwann mal kam es zu dem Punkt, wo ich merkte,
dass ich ihnen das sagen könnte, bitte verzeih mir. Und das für mich war das, es tut mir leid, dass ich nicht der Mensch, ich war nicht der Mensch, der du brauchtest. Und das könnte ich wirklich ehrlich sagen. Und bitte verzeih mir, dass ich diesen Mensch nicht war. Und ich verzeihe dir, weil ich wusste, dass, dass du uns nie verletzen wolltest. Und das könnte ich auch wirklich ehrlich sagen. Und das habe ich ihm gesagt. Das war ein Zeitpunkt, wo er wirklich nur ein Auge war zugeklebt. Er konnte nur ein Auge aufhat. Aber er hat es kapiert. Er hat geweint. So eine Träne ist runtergekommen. Und das war für mich so wirklich ein inniges Gefühl von uns. Und dass ich dann sagen könnte, ich liebe dich. Und das ist wirklich so sagen, ja, trotz alles das. Und ich glaube, diese Verzeihung ist nicht ein magisches Moment, wo man sagt, ich verzeihe und jetzt ist die Welt Regenbogens und Unicorns oder so. Aber es ist so wie eine Tür geht langsam auf. Und es ist dieser Prozess und dieses, glaube ich, das Versuchen zu verzeihen, ist eigentlich der Verzeihen. Das fängt dann schon an. Gut, dass Sie das gemacht haben. Bewahren. Was von dieser Liebe bewahren Sie denn nach wie vor in sich? Ach, sehr viel. Ich meine, wir sprechen viel über ihn und wir haben Bilder von ihm und wieder die Humor, die Geschichte. Ich habe immer so kleine Filme gedreht über meine Kinder und er ist natürlich ein Teil davon. Und da bin ich einfach so froh, dass ich das erlebt habe. Und ich glaube, dass man, ich bin dankbar, dass ich alles erlebt habe. Nicht nur die gute Sache. Wenn man nur die gute Sachen erlebt, ist das eher Werbung. Mhm. Das ist nicht wirklich Leben. Aber wenn man auch die dunkle Sachen erlebt im Leben, dann hat man das Gefühl, man lebt richtig und viel. Und so habe ich das Gefühl, dass ich jetzt richtig lebe. Vielen Dank, Frau Atlas, auch für die Woche, für diese Offenheit. Wir sprechen ja heute über die Liebe und wir gehen eigentlich auch dabei durch das Leben. Ja, also von den Widerständen vielleicht zu Beginn einer Liebe, über die geschwungenen Wege der Liebe, über das, was Krankheit auch einen Schatten werfen kann und trotzdem zusammenführen kann. Jetzt zu dem Thema, wie man sich von der Liebe des Lebens auch verabschiedet. Herr Bruns-Radatz, Ihre große Liebe, Fritz Radatz, war ein sehr, sehr bekannter Feuilletonist, Essayist, Biograf, Romancier und hatte immer so das Image, eine sehr schillernde Persönlichkeit zu sein. Mhm. War er das oder war das auch ein Spiel mit der Öffentlichkeit? Das war er eigentlich nicht. Es war ein Spiel mit der Öffentlichkeit. Er spielte gerne, er hatte natürlich Spieltrieb und er hatte viel Humor. Spielt bei uns eine große Rolle, auch Ironie, Selbstironie hatte er auch. Ja, die Öffentlichkeit hat das erwartet, dass er den Porsche fuhr und nachher wurde es ein Jaguar und alle solche Sachen. Das hat er gerne bedient. Und dann tauchte ich 83 auf und ich war eigentlich der Biedere, Weichgespülte. Tatsächlich. Langweilige. Und ja, und es war eine große Emotion, eine große Leidenschaft. War das denn gerade diese Unterschiede, die das Ganze auch ausgemacht hat, die dem die Spannung gegeben hat? Ja wahrscheinlich, ja. Ja. Wenn ich auch so ein Exhibitionist gewesen wäre, wie er da teilweise war, das hätte wohl nicht funktioniert. Ich bin Kaufmann und ich war in der Ölbranche tätig. Er war bei der Zeit Feuilletonchef. Er flog ja überall raus. Das war ja ganz gut dann auch, dass ich dann das erden konnte. Ja. Ne? Ja. Ist das durchaus wichtig, dass wir mal extreme Temperamente dann vielleicht in der Partnerschaft auch jemanden haben zum Erden, zum Ausgleichen, zum Ausbalancieren? Das klingt nach einer wesensorientierten Liebe. Man ist fasziniert von der Wesensart des anderen, weil man selbst nicht in dem Ausmaß darüber verfügt. Das ist eine Form der Liebe. Wahrscheinlich haben andere Formen auch noch eine Rolle gespielt. Das Ideal heute ist ja, dass man alles drei zusammen haben soll, partnerschaftlich, freundschaftlich und leidenschaftlich. Das mag mal eine Weile so aussehen, aber es gelingt eigentlich auf Dauer. Man hat vielleicht Phasen oder es fängt so an und endet anders.
Ich glaube, er hat Ihnen ja auch mal einen schicken Wagen geschenkt. Ach ja, ja, ja. Sie haben ja schon davon geschrieben. Haben Sie sich denn darüber gefreut? Was war das für ein Wagen? Nein, aber ich muss, willensorientiert. Ja, Sie haben nicht ganz Unrecht. Es war natürlich, Sie dürfen auch nicht vergessen, unsere Beziehung begann ja, ich komme gleich, 83. Das war auch, jetzt haben wir Corona, das war die AIDS-Zeit. Mhm. Und wir waren beide ledig, Junggesellen, wenn man so will. Und wir waren auch beide durchaus in der Szene unterwegs. Und irgendwie war uns bewusst, dass wir auch eine Partnerschaft schon auch aus Ängsten vor diesem Virus eingehen wollten. Das spielte bestimmt eine, wir haben darüber nie so drüber gesprochen, aber ich glaube schon, dass es, Fritz hätte es abgestritten, aber ich glaube, dass das im Unterbewusstsein so eine Rolle spielt. Nach Sicherheit, Stabilität. Das stimmt. Ich denke ja viel über unsere Beziehungen nach. Und ja, und dann da war ich 35, als wir uns kennenlernten. Und als ich 50 wurde, schenkte er mir ein Mercedes 280 SL. Cabrio oder irgend so was. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Oldtimer. Und das war wirklich ein Danae-Geschenk, wie man so schön sagt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was soll ich mit diesem Auto? Ne? Ich fuhr einen Golf und war da glücklich. Aber dann habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich war er unglücklich, wenn er mal bei mir im Auto mit im Golf fahren musste. Also, es war, glaube ich, gar nicht so sehr für mich. Ich verstehe. Wie war das denn? Er hat ja auch so Empfänge gegeben in Salons sozusagen. Sie hatten, was war dann Ihre Rolle dabei bei diesem schillernden Tanz? Ja, das habe ich auch mich immer gefragt. Weiß ich bis heute nicht. Nein, das ist jetzt auch ein Nein. Es waren ja interessante Leute dabei. Ich habe ja vorhin gerade erzählt, es war Bob Wilson dabei, es kam Susan Sontag. Und ich habe ja davon sehr profitiert. Und Sie sehen gerade auch ein Foto mit Günter Grass. Ja. Ah ja, Grass, ja, das war eine große Freundschaft. Und auch Grass, ja, das war dann auch schon, Grass hielt zum 60. Geburtstag von Fritz eine Rede, in der er Fritz aber nur kurz erwähnte und dann auf mich schwenkte innerhalb der Rede. Und das war mir natürlich höchst fatal unangenehm. Ich verstehe. Und ich habe irgendwie... bin dann schnellstmöglich rausgelaufen, weil das, ich war immer, merkt, das war nicht mein Paar. Man merkt, Sie drängen nicht unbedingt ins Nein. Licht. Das habe ich jetzt erst nach seinem Tod, dass ich hier bin. Ja. Sie haben aber ja auch gesagt, dieser Extrovertierte, das wollte man ja auch, das war ja auch ein Spiel. Sie haben gelebt in Hamburg, aber auch auf Sylt. War er dafür ein anderer? Ja. Da lebten, also in Hamburg hatten wir auch zwei Wohnungen, das wäre gar nicht anders gegangen. Und er hatte seinen Salon, wie Sie schon sagten, und dann war ihm Günther klar. Und Günther war schon der gute Kreis. Und dann viele Theaterleute, Jürgen Flimm und Opernintendant Rolf Liebermann. Also das war, wie ich schon sagte, die 80er. Ja, und auf Sylt, da lebten wir zwar in dem schicken, mondänen Kampen. Das ist ja immer noch sehr verrückt. Und es wird immer noch schlimmer nur. Aber wir lebten da sehr zurückgezogen. Und, ja, und er hatte seinen Schreibtisch und er arbeitete an seinen Manuskripten. Das war er dann wirklich, so wie ich ihn mir auch vorgestellt habe. Derjenige, der an dem Schreibtisch sitzt und arbeitet. Und ich habe mich so ein bisschen, ja, da war Bieder. Und ich habe mich um den Haushalt gekümmert und so. Und das auf Sylt, da spielte das Auto auch keine große Rolle. Und erst jeden Morgen wir hatten ja keine Villa und so, wir hatten eine kleine Wohnung. Und dann ist er immer nach Kaitum ins Schwimmbad gefahren, er war ja ein großer Schwimmer. Und dann brachte er mir oft genug vom Friedhof in Kaitum, da hat er sich ja schon zu seinem 50. Geburtstag, das war sein 50. Da kannten wir uns gerade 2 Jahre, hatte er sich schon sein Grab gekauft. Und an seinem 50. Geburtstag? Ja, das war 1981. Warum hat er Ihnen das erklärt? Ja, wir kannten uns gerade 3 Wochen. Da führte er mich schon auf dem Friedhof und sagte, das ist mein Grab. Und das waren wir gerade in so einer emotionalen, starken Beziehung. Da führte er mich gleich an seinen Tod heran praktisch. Und das habe ich natürlich, den Schluss habe ich überhaupt nicht verstanden.
Und, aber ich wollte eigentlich nur erzählen, er brachte mir dann, weil wir, dann brachte er mir auch eine Rose vom Grab mit, die dort angepflanzt war, die er dann selbst morgens nach dem Schwimmen schnell abgeschnitten hatte, brachte er mir eine weiße Rose von seinem Grab zum Frühstück mit. Ja, das war schon eine sehr eigenwillige Beziehung. Aber es hört sich so an, so ähnlich wie bei Ihnen. Sie hatten Ihren Alltag und man spürt immer noch, wie sehr Sie das Leben mit ihm genossen haben, ja, wie voller sehr, Leben und ja. Liebe das auch war. Das war sehr natürlich. Wir hatten, es war ja nicht nur Spiel und es war, wir haben ja auch viel zusammen gemacht. Und wir haben ja viele Reisen zusammen gemacht, da hat er dann Bücher raus, sind daraus Bücher entstanden, auf den Spuren von Garcia Marquez und auf den Spuren von Heinrich Heine, von Kurt Tucholsky. Ja, und er war, wir waren praktisch, ja, das ist eine Fantasie vielleicht, aber ich habe mir eingebildet, dass wir eins sind und er hat ja, für, er war ja immer, hatte ja einen starken Todestrieb, das ist so wagnerisch. Aber er hatte der Tod spielte auch bei uns in Gesprächen schon immer eine große Rolle und das Sterben. Aber was mir auch erst rückwirkend aufgefallen ist, nicht der Weg dahin. Und was Sie eben geschildert haben, war ja sehr beeindruckend. Und der Weg dahin ist ja manchmal schwieriger als das Sterben. Und das ist ja auch interessant, dass ein Mensch wie Fritz Radatz sich schon sehr früh sein Grab besorgt hat. Aber über wie geht es dann dahin, das war ein absolutes Tabuthema. Wussten Sie denn, dass er darüber nachdenkt, selbstbestimmt? Ja, das haben wir ja oft. Aber ich wusste es nicht, dass er... Wir haben ja oft über den selbstbestimmten Tod gesprochen. Und ich wusste ja auch, dass er... auch in Hamburg bei einer etwas dubiosen Vereinigung auch schon mal aufgetreten war. Und da hat er sich dann aber auch von distanziert. Und dann sprachen wir natürlich auch über die Möglichkeit der Sterbehilfe in der Schweiz. Und, aber nicht speziell auf ihn bezogen, sondern immer über... So grundsätzlich. Grundsätzlich. Und wir sprachen immer über Freunde. Ach, um Gottes Willen, er ist so krank. Warum macht er das nicht? Ich habe das nie auf ihn bezogen, obwohl ich schon wusste, dass er auch krank ist. Aber ich wollte eigentlich diesen Part, der mir ja nun dann zwar erspart geblieben ist, aber ich wollte diesen Part nicht ausklammern, der Pflege. Ich habe ja auch schon überlegt, mit zusammenziehen und wie machen wir das. Und das konnte er sich überhaupt, glaube ich, nicht vorstellen. Dieser Mensch, der so selbstbestimmt gelebt hat. Und in seiner eleganten Umwelt, seiner eleganten Wohnung auf einmal ein Pflegefall wird und ich ihn vielleicht dann auch noch pflegen würde, obwohl wir 32 Jahre zusammen waren. Obwohl es diese Nähe gab, aber für ihn gehörte das wahrscheinlich auch dazu zum Respekt, dass man bestimmte Bereiche für sich hatte. Ja. Wann haben Sie denn dann erfahren, dass er das konkret plant? Ja, das hat bei mir, das war, dass man, das habe ich durch Zufall erfahren, weil der Schreibtisch, also er hatte sich schon zurückgezogen, er lag schon im Bett. Da stellte ich dann fest an einem Freitagabend, dass der Schreibtisch alles so sehr aufgeräumt war. Und da habe ich das erste Mal in 32 Jahren und sagte, ach, na, alles stand irgendwie merkwürdig. Ich spürte, da stimmt was, nicht? Eine Ahnung. Eine Ahnung. Und da habe ich das erste Mal in 32 Jahren bin ich an einen Ordner, der nicht beschriftet war. Und er war ordentlich, er hat immer alle Ordner beschriftet. Und ein Ordner, der dann nicht beschriftet ist, das ist schon verdächtig. Auffällig, ja. Ja, und da bin ich dann dran gegangen und da war dann ein One-Way-Ticket nach Zürich drin und dann... Die Vereinbarung mit der Sterbehilfe Dignitas in Zürich und es war auch der Termin, 4-5 Tage später stand da schon drin. 4-5 Tage später? Ja, ja. Und das war also ein böser Schlag. Also ich dachte, um mich herum kracht die Welt zusammen. Ja. Und ich habe ihn natürlich schlafen lassen und am anderen Morgen, er wollte schwimmen gehen, aber ich sagte, das geht gar nicht. Wir müssen nun wirklich reden. Und er hatte sich auch schon so ein Alibi zurechtgezimmert. Ich sollte nach Sylt fahren und er wollte zu einer Veranstaltung für Thomas Brasch, ein Schriftstellerfreund, der schon einige Jahre tot war, wollte er nach Berlin.
hatte sich auch zum Schein ein Zimmer im Kempinski reserviert. Das war alles ordnungsgemäß, lag das auch, die Reservierung, dass ich es sehen konnte. Und für alle, er hatte also ein Alibi um sich herum aufgebaut. Und dann haben wir eben diese Gelegenheit wahrgenommen und er war, spürte ich dann aber auch sichtlich erleichtert. Und dann hatten wir praktisch, haben wir uns den einen Tag in Hamburg, den Samstag, das vorher war ja Freitag, den Samstag für ein langes, ja, ein Gespräch für fast, es waren 24 Stunden, wenn man so will. Und dann habe ich auch mit der Sterbehilfe telefoniert und die haben mir auch angeboten, ich könnte dann mit, aber ich konnte nicht. Ich konnte es war für mich wie ein Verrat, so kurzfristig. Er hätte ja mit mir darüber reden können. Wir haben immer 32 Jahre über alles geredet und das hat er nicht fertiggebracht. Und dann habe ich gedacht, jetzt spielen wir das Spiel weiter. Und ich bin nach Sylt gefahren und er ist dann nach Zürich geflogen und ich konnte aber immerhin seine vielen Abschiedsbriefe, die er schon geschrieben hatte und die kuvertiert waren, ordentlich alles, er war ja ein ordentlicher Mensch, und auch frankiert, und die habe ich an mich genommen, weil ich ja gehofft habe, dass sie in den paar Tagen, die noch verbleiben, ich vielleicht ihn beeinflussen könnte, auch durch Telefon. Und es wäre ja unangenehm gewesen, wenn er diese Abschiedsbriefe schon in die Welt. Das hätte ja auch wiederum ihn motivieren können, es doch zu tun. Also Sie wollten ihn schon noch umstimmen, ja, im Leben ja, halten. Ja, das hatte ich, und das hatte er wohl auch befürchtet, dass ich da nicht so schnell, wenn ich 3 Monate, 4 Monate vorher Zeit gehabt hätte, dann wäre ich auch mitgegangen. Dann hätte ich vielleicht nicht mehr ihn versucht zu beeinflussen. Aber so, es war ja, wir haben auch noch immer miteinander, er war ja schon in Zürich, telefoniert, und unser letztes, am Donnerstag ist er in das Haus gegangen und am Mittwochabend hatten wir noch ein einstündiges Telefonat und da kam das, was sie ihm auch sagten. Er sagte zu mir, Gerd, kannst du mir verzeihen? Und da habe ich gelogen. Ich habe gesagt, ja, ich verzeihe dir, aber ich hatte ihn überhaupt nicht verziehen. Ich wusste ja, dass er gehen wollte. Und damit musste ich, das war nun mal eine Belastung dann. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich verzeihe dir. Und einen Tag später hatten wir dann, eine halbe Stunde bevor er ging, rief er noch einmal an aus Pfäffikon. Und das war dann das Letzte. Und da habe ich ihm noch gesagt, das ist vielleicht eine falsche Entscheidung, Fritz. Und da sagte er, ja, falsche Entscheidungen können auch die richtigen sein. Naja, was können Sie darauf dann noch sagen? Und dann habe ich ihm eine gute Reise gewünscht. Und ich habe vorher, an dem Abend vorher, auch noch versucht, ihm an meinem weiteren Leben teilhaben zu lassen, was natürlich Unsinn ist. Ich habe gesagt, ich werde dann hier in Kampen die Wohnung renovieren, das ist ja dringend notwendig. Ich werde mir einen kleinen Hund anschaffen, bist du damit einverstanden? Er sagt, du kannst alles machen, was du willst. Und dann sage ich, ich möchte dann auch von dir noch Abschied nehmen. Erlaubst du mir dann, deinen Sarg noch zu öffnen, wenn der zurückkommt? So kam dann nach knapp 2 Wochen. Anfang März der Sarg mit den Überresten von Fritz Radatz zurück und dann habe ich mir den Sarg noch öffnen lassen und dann lag er und hatte, er war auch wirklich selbstbestimmt bis zum Tode, hatte er noch unter seiner rechten Hand, ich dachte, was liegt da, da waren Briefe, das waren, hat er so festgelegt, mein letztes Fax an das Hotel und sein letztes Fax an mich hatte er noch mit auf seine letzte Reise genommen und eine Muschel auf seinem Anzug, die er schon von Sylt, die er schon Monate vorher von Sylt sich mitgenommen hatte, hatte er auch noch da und hat also alles bis selbstbestimmt bis zum letzten Moment geplant und auch durchgeführt, leider. Ich stelle mir das so vor, Sie haben ja gesagt, Sie waren eigentlich eins. Das war Ihr Gefühl, Sie waren eins. Ja. Dann haben Sie von Verrat gesprochen. Ja.
weil er sie nicht hat teilnehmen lassen. Ja. Und ich stelle mir vor, dass das auch eine Angst in einem sein kann. Es kann doch nicht sein, dass wir eins sind und auf den letzten Metern verlieren wir uns. Ja. Und dann erleben sie aber, wie er diese Faxe in der Hand hält und dieses andere Symbol. Er hat sie also ganz nah bei sich. Mhm. War das für sie dann auch wieder etwas, was sie zusammengeführt hat, versöhnt hat vielleicht ja, etwas? Ja, das sicher. Ich habe ja auch diese, das war schon gut und richtig und wichtig, dass ich das gemacht habe, diesen Abschied. Ich konnte ja dann auch 20 Minuten ungestört. Ja, ich habe mit ihm geredet, sofern, also ich habe mit ihm geredet. Und ja, das war so. Und dann habe ich auch diese Reise, unsere gemeinsame Reise insofern beendet, dass es ja dann kremiert war, dass ich dann die Urne in mein Auto genommen habe. Und ich habe ihn dann auch allein in Keitum auf dem Friedhof St. Severin in die Erde geleitet. Frau Atlas, wie ist das, wenn Sie das hören? Auch Sie haben ja Abschied nehmen müssen, wenn Sie diese Form von Abschied hören. Ja, ich finde, das ist wirklich so eine berührende Geschichte, was Sie erzählen, so von so verschiedenen Facetten und auch, dass es kompliziert ist. Das ist, glaube ich, auch dieses komplizierte und komplexe Liebe und Abschied nehmen. Ich meine, da können wir noch mal eine ganze Sendung machen, was ist ein guter Abschied. Aber ich glaube, es ist nicht nur der Abschied, es ist alles, was davor auch passiert. Und man hat so ein reiches Leben gehabt, wie sie beiden haben. Das ist so, was man immer mitnehmen kann. Ich finde, dass man so nicht nur auf diesen Abschiedsmoment so viel Wert legen. Das ist schon für manche Leute wichtig, die eine schwierige Beziehung hatten. Aber wenn man eine schöne Beziehung hat, das ist nur ein Teil von so vielen Momenten, die man zusammen gehabt haben, glaube ich. Wie oft werden diese letzten Tage dann auch noch mal zur Zerreißprobe nach einer intensiven und langen Liebe, Herr Mari? Also ich glaube, man spürt im Moment, wahrscheinlich alle, die das gehört haben, wie sehr Liebe und Schmerz miteinander zusammenhängen. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Das ist die Freude und die Tragik der Liebe der Individuen. Die Freude ist die Verbundenheit, der Schmerz ist die Trennung. So wie es das Leben nicht ohne den Tod gibt. Also man sieht diese Parallelität. Und die tiefe Liebe und der tiefe Schmerz, die treffen sich dann wieder. Sie leben jetzt abwechselnd in Hamburg und auf Sylt. Ist das auch, fühlen Sie sich dadurch auch ihm sehr nah weiterhin? Ja. Ja. Ich habe natürlich auch schon versucht, meinen eigenen Weg zu finden, aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht so recht. Das ist jetzt auch kein Klagen. Ich bin eigentlich sehr bei ihm, bin auch sehr bei mir. Und ich habe jetzt nach 5,5 Jahren den Weg vielleicht gefunden. Der Weg ist das Ziel, heißt es ja irgendwo. Ne? Ja, vielleicht. Soll denn das Grab, übrigens, wo ist es? Beschreiben Sie das mal. Das hat sich Fritz Radatz, so wie er nun war, natürlich ausgesucht, weil er da einen schönen Blick auf das Watt hat. Er hat also die 1A-Lage direkt am Watt. Es gibt auch schlechtere Lagen. Und ich werde davon auch profitieren. Ich weiß nicht, ob es ihm recht sein wird, aber ich werde mich da auch mit einquartieren. In hoffentlich ferner Zukunft. Und was macht für Sie, wenn Sie an ihn denken, wenn Sie auch diesen Weitblick dort haben aufs Wattenmeer, was macht Liebe aus? Ja, Liebe ist sehr viel, was er auch schon gesagt hat. Liebe macht natürlich letztlich aus, auch die Belastung aushalten zu können. Aber auch ich möchte Liebe nicht ohne diesen starken Sog, den wir ja auch anfangs hatten, ohne diese Erotik, das möchte ich ja auch nicht vermissen. Das war alles zusammen. Und es ist ja auch so, dass er war 17 Jahre älter. Es gibt ja auch im Alter, ohne dass man sexuell tätig sein muss, es gibt ja auch eine körperliche Liebe, sei es durch Streicheln, was weiß ich. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Liebe, auch Liebe im Alter kann man ja auch haben. Für mich ist das Thema erledigt, glaube ich zumindest. Das ist so etwas, gibt es für mich gesehen und dann auch noch zwischen zwei Männern,
sowas gibt es nur einmal. Das gab es für uns beide jedenfalls. War das ein, Fritz hatte vorher viele Männer, ich hatte viele Männer. Fritz hatte Frauen und auch er hat in seinen Memoiren geschrieben, er hätte 1000 Frauen gehabt und Männer. Naja, da hatte er auch eine große Fantasie. Die hatte er vor allen Dingen auch. Ja, so viel werden es nicht gewesen sein, aber immerhin. Was die Liebe aushält. Vielen Dank, Herr Bruns-Radatz. Vielen Dank auch an die ganze Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Im Leben verirrt. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke an alle wirklich ganz besonders heute. Dankeschön. Auch an Sie, Herr Marc.